Moinsen und Ahoi bei Marc zu Fisch. Jawohl, ja. Wir sind heute mal schön wieder hier auf dem Tümpel und wollen mal den Herbst genießen mit ein bisschen vertikal und pelagisch anfischen. Ne, mal gucken. Einen geilen Hecht hatten wir gerade schon drauf. Der ist ja auf dem Bock. Aber der Köder war ihm anscheinend nicht der richtige. Ich habe mich heute schon entschneidert, denn ich konnte es nicht abwarten. Ne? Ich war ab 6 Uhr hier am Wasser mit der Watthose, schön mit einem Wobbler, schön am Ufer entlang gezuppelt und so ein 40er Hecht hier rausgezuppelt. So, da blenden wir mal eben das Bild ein von dem kleinen Süßen, wie er sich den genommen hat. Also mir geht es schon sehr gut, ich bin entschneidert. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch einen dickeren rauskriegen und hier mal ein bisschen was finden. Hier los, ey, guck dir mal das Echo an. Heiliges Blechle. Oh, fein Käffchen haben wir hier. Besten Dank, Marc. Cheers. Cheers. Ohne Kaffee klappt das auch nicht. Deswegen erstmal einen ordentlichen Kaffee, dann haben wir auch einen klaren Kopf und dann läuft das. Oh, Junge. Nächster. Zweiter für mich heute. Da hängt doch bestimmt noch ein Köder drin. Oh nee. Nur eine Flosse, Stock, naja, hier so einen halben halt, ne? Aber den kann man schon gut zeigen, ne? Schnell beliebt. Da ist er schon wieder weg. Wie langsam herbstlich, winterlich, frisch um die Nase. Und Simon hat seine Mütze vergessen, naja. Ach, so ein Eiskaffee im Herbst, herrlich. Und was gibt's hier im Barschwarm? Schöner kleiner Hecht. So, schöner kleiner Hecht. Jawoll! Zweiter für heute. Und tschüss. Ich stehe noch voll. Petri, Marc. Jawoll, schöner Hecht. Nein! Ja. Das haben wir auch schon mal besser gemacht mit dem Kescher. Macht ja nichts. Aber? Immerhin. Erfolg. Richtig gut, ey. Geil, läuft. Weiter und der nächste Fehlbiss. Unfassbar. Aber gut. Läuft auf jeden Fall jetzt. Der nächste Fehlbiss. Das gibt's doch gar nicht. Was ist hier los? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Schniepi-Alarm, Hardcore. So, ich bin alleine jetzt auf dem Boot. Marc ist los zur Arbeit, seine Schicht antreten.
Wir haben jetzt wirklich viel heute durchprobiert. Also wir haben vertikal, wir haben pelagisch die Fische versucht anzufischen bei dem Wind und haben aber auch mit einem Dropshot vertikal gefischt. Schlussendlich hatten wir vertikal einen kleinen Hecht und ein, zwei pelagische Nachläufer. Einen Fehlbiss hatte ich und jetzt haben wir dann zum Ende hin, kurz vor Marc abgehauen ist, haben wir uns doch noch hin überwunden und haben geworfen, haben schön geankert und haben eine Kante runtergeworfen, so von 4 Meter in 7 Meter hinein. Und Marc hatte drei kleine Hechte bekommen, wie ihr gesehen habt, und zwei gute verloren. Aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, jetzt zu jiggen. Und jetzt geht es in das letzte Viertel für mich. Ich schleppe jetzt nochmal eben einen kleinen Wobbler zum nächsten Spot, ein bisschen tiefer, wo ich dann bis zum Abend hin bleibe. Und mal schauen, ob ich da noch einen Hecht über den Zander kriege. Vielleicht auch noch einen Barsch. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall alles durchprobiert. Wetter war Hammer, aber auch Hammer Wind dabei. Das muss man schon sagen. Teilweise haben wir echt gedacht, okay, jetzt ist super, passt perfekt, wir können schön pelagisch fischen oder vertikal. Und dann kamen aber auch wieder Böen auf, von Gut und Böse. Da war gar nicht dran zu denken, dass wir überhaupt das Boot auf der Stelle halten können. Wir haben die Fische gefunden, aber die sind so durchgezogen. Wie gesagt, da haben wir beim Ankern gemerkt, beim Werfen. Wir haben da gut eine Dreiviertelstunde geworfen und da zog Fisch durchs Bild. Unfassbar. Große Barschwärme, aber auch viele Einzelfische, die auch mal. Wir hatten noch eine tote Rute rausgehangen mit Dropshot und einem kleinen Gummi. Gestiegen sind, geguckt haben, aber wollten nicht. Und drumherum haben wir dann beim Werfen ja die Bisse gekriegt. Das war schon sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Hatte Marc nochmal eben alles gezeigt, was er kann beim Werfen. Ne? So, jetzt ich schaue mal jetzt hier, dass ich die letzten Stunden genieße hier auf der Möhne und nochmal Fisch rausziehen kann vielleicht.